VDE hat uns kostenlose Karten für die Dreamhack angeboten und da könnte man natürlich nicht Nein sagen, die Dreamhack einmal zu sehen. Ich war noch nie hier, das hat mich sehr interessiert und man lernt auch gleichzeitig neue Leute aus ganz Deutschland kennen, die dann auch dasselbe studieren. Das fand ich echt cool. Ich wusste vorher nicht, wie viele Jobmöglichkeiten es auch in diesem Bereich für mich und Elektrotechniker gibt. Deswegen finde ich das echt eine gute Möglichkeit. Nun, E-Sport und Gaming ist natürlich eine Spielerei, aber es ist natürlich eine große Spielerei, Vergnügen für viele Leute. Aber ich bin ja vom Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, ist eben auch ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Und deswegen bin ich ja heute hier auf der Dreamhack und wir sehen, was für eine Bedeutung und Größe das hat. Gerade was hier an Potenzial für Digitalisierung, für Programmiererinnen und Programmierer, also von Verständnis und Wissen hier vorhanden sind, das zu nutzen, ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Gerade unter den Elektrotechnik-Studierenden gibt es auch viele Leute, die sehr begeistert sind für den Gaming-Bereich und selber leidenschaftliche Gamer sind. Und da bieten eben so Exkursionen zur Dreamhack eine super Möglichkeit, diese Leute eben für den VDE zu begeistern. Ich bin im VDE schon seit vielen Jahren und freue mich immer wieder über Exkursionen. Und den Blick hinter die Kulissen jetzt hier zu wagen, war extrem spannend. Man kann eben mal in die Welt der Spieleszene eintauchen, aber gleichzeitig auch hinter den Kulissen sehen, was eigentlich alles passiert und was für einen unglaublichen Aufwand es bedarf, eine solche Messe auf die Beine zu stellen. Und das war auch super spannend, weil wir haben mal gesehen, wie so eine Bühne, wie die auch wirklich funktioniert, wie da die ganzen Leute arbeiten oder auch wie viel Stromplanung in diesem ganzen Event hängt und auch wie bekommt jeder genug Internet, das war echt spannend zu sehen. E-Sport ist quasi der leistungsbezogene Höhepunkt von Gaming. Also es geht darum, Computerspiele kompetitiv gegeneinander oder auch gegen den Computer zu spielen. Durch den E-Sports werden natürlich diverse Soft-Skills gefördert. Auf der einen Seite ganz klar die Teamkommunikation. Viele E-Sport-Spiele finden im Team statt. Dann sind natürlich auch Fähigkeiten wie Hand-Augen-Koordination, eine schnelle Reaktionszeit immer von Vorteil. Ja, ich spiele gerne mal abends vor allen Dingen, dann mit anderen zusammen, um ein bisschen nach der Uni zu entspannen.